Hello! Da sind wir wieder. Die Musik ist sehr, soll ich sagen, spannend. Die Frage ist jetzt die, kann ich jetzt, Kahn, Ende. Kommst bei uns, kommst du ab jetzt mit die Insel clearen? Weil dann clearen wir noch die Insel. Gut, ich bleib hier. Okay. Dann nicht. Weil dann muss ich selber gucken, wie ich das anstelle. Schade um das gute Opferfleisch. Aus deiner Haut mach ich mir die Mütze. Hält mich bei uns, ja. Steht nicht mehr auf. In Ordnung. Bei uns, du kannst ruhig. Gut, ich bleib hier. Nee. Du musst nicht warten. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Da unten ist wieder ein Krogo. Das sind Äffchens. Wisst ihr, was wir machen? Bei uns. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Die Gnome glauben an das Leben nach dem Tod. Emsig sind sie bemüht, alles zu Lebzeit dafür zu geben, ihre Habe zu vermehren. Am Ende allerdings erwartet sie die Erkenntnis, dass im Schattenreich Besitz keine Bedeutung hat. Tragisches Schicksal. Okay, wir stechen mal den See und ich möchte mal zur Nebelinsel. Das ist... Warte mal. Kann ich mir... Jip, jip. Jip, jip. Du hast noch mal rum. Du hättest noch mal rum. Aber... Warum? Sag mal, bin ich zu blöd zum Handeln? Jetzt, ja, ich war zu blöd zum Handeln. Okay. Jetzt gehen wir mal zur Nebelküste. Weil es mich einfach interessiert. Das sind zwei neue Inseln. So. Du kannst Härte steigern. Und da ist nämlich die Inquisition. Also warte, nee, du kommst mit bei uns. Komm mit. Klar. Ist das die Insel aus deinen Träumen? Ja, das ist sie. Wer weiß, welche Geheimnisse hier verborgen liegen. Tu dir einen Gefallen und leg dich nicht mit den Blaurücken an.
Die haben den Finger immer am Abzug. So. Den kenne ich. Du hast vielleicht Nerven. Spazierst hier einfach so am Strand entlang, als könnte dich kein Wässerchen trüben. Hey, Venturo, erkennst du mich nicht mehr? Bones? Das ist ja ein Ding, dich hier zu treffen. Leider bleibt keine Zeit für eine ordentliche Begrüßung. Wie ich sehe, folgst du einem neuen Captain. Ich hoffe, du kannst ordentlich kämpfen. Sonst fällt dein Besuch hier sehr kurz aus, das verspreche ich dir. Oh, die Stimme gefällt mir überhaupt nicht. Was macht die Inquisition auf dieser Insel? Wir sind ein Stoßtrupp, um neue Gebiete zu erkunden. Die Inquisition sucht nach neuen Siedlungsgebieten. Wofür? Damit wir vorbereitet sind, wenn der schlimmste Fall eintritt. Falls der Rest der Welt vom dunklen Land überzogen wird. Wenn wir möglichst viele Rückzugspunkte auf der Welt haben, ist unsere Chance zu überleben größer. Macht Sinn. Warum stehst du hier so alleine rum? Ich hab meinen Arsch gerettet. Wie meinst du das? Wir wurden von Kommandant Carlos ausgeschickt, um einem Gerücht über Seelenfresser nachzugehen. Anscheinend sind es keine Gerüchte. Mein Kamerad und ich wurden von einem dieser Biester überrascht. Da haben wir die Beine in die Hand genommen und sind gerannt. Was ist mit deinem Kameraden passiert? Ich weiß es nicht. Wir haben uns bei der Flucht aus den Augen verloren. Ich würde ihn gern suchen gehen, aber... naja... Hast du etwas Schiss? Sagen wir es mal so. Ich würde mich wohler fühlen, wenn ich nicht alleine nach Rodrigo suchen müsste. Ich helfe dir, deinen Kameraden zu suchen. Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Das wird aber mit Sicherheit nicht ganz ungefährlich. Am besten gehen wir den gleichen Weg zurück, den ich geflüchtet bin. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Lass uns deinen Kameraden suchen gehen. Alles klar, folge mir. Na dann. Bleib schön an meinem Heck. Ja, ja, ich bin da. Mach nur neuen Proviant, weißt du? Deswegen komme ich auch auf eine neue Insel. Was ist das? Ein Wombat? Ein Gürteltier. Schon da. Bei uns ist auch da. Wir sind gut. Guter Dinge. Hier habe ich zum ersten Mal bemerkt, dass Rodrigo nicht mehr bei mir ist. Aber vermutlich habe ich ihn schon viel früher verloren. Vor lauter Panik habe ich mich nicht mehr richtig umgeschaut. Lass uns weitergehen. Okay. Ich bin mir sicher, dass wir früher oder später auf seine Spuren treffen müssen. Bestimmt. Halt die Augen auf, ob du etwas siehst. Alles klar. Wieder diese Fake-Macki-Bären. Bären werden zu Proviant, das ist gut. Scheiße. Er muss hier irgendwo sein. Schau dich mal um, ob du ihn hier irgendwo finden kannst. So. Das wäre doch gelacht. So. Was mir gerade richtig gefällt, dass ich so viel Wege von Anfang an schon frei habe. Und ich werde alles vom Weit ausnutzen. Es geht, hier gibt's Kapitel. Ja. Oh. Zack.
bisschen schneller angreifen wäre halt immer noch cool. Das tat weh. Okay, ich glaube, hier ist er nicht. Proviant, ich brauche mehr Proviant. Das ist zweimal Jagdhühner erhalten. Macht das Jagdhorn? Ist wahrscheinlich bei Plunder dabei. Ja. Bound. So, wir müssen folgendes leveln. List auf 20. Weil dadurch können wir jetzt billigere Preise uns ergaunern. Und 5%. Bei uns schon wieder. Okay, ich muss da dreimal verteidigen. 1, 2, 3. Das werden wir so nicht finden. Da ist er. Hey, bei uns. Hier bin ich. Wo auch immer es hier hingeht. Dem zertrümmere ich den Schädel. Achtung, jetzt komme ich! Ja. Ja, Bones macht es schon. Okay, hier gehen wir erstmal nicht weiter. Ich glaube, hier ist der Dude auch nicht. Wo könnte er nur sein? Er wurde mir doch gerade nach Bones. Wird mir angezeigt. Paar Schiffchen. Ein, zwei vielleicht? Oder eins? Keine Ahnung. Da ist eins. Da ist eins. Da, da hin. Ah, das sind schon ein paar mehr Schiffchen kaputt. Thank you.
kommt bei uns. Schön brav bei Fuß. Der wird jetzt wieder im Weg außen rumgehen. So, was haben wir denn hier? Erstmal einen Teleporter. Geht doch. Halt! Nee. Das ist auch ein Teleporterstein. Sehr gut. Könnte vielleicht nicht verkehrt sein. Zettel. Einfach mal. Nee, kein. Nee, lass es. Einfach mal ein bisschen schießen zu können. Auch wenn wir Nahkampf reinleveln. Hatte seinen Widersacher schon ein paar Tage auf der Nebelinsel schmoren lassen. Eines Morgens ging er zur Hütte des Gefangenen. Doch von Freddy, dem Betrüger, war keine Spur zu sehen. Einzig seine Fußkette lag noch auf dem Boden. So, so. Freddys Fußkette. Auf der Nebelküste. Kann man das markieren? Hier. Dann gehen wir da auch hin, oder? Holen wir uns gleich mal einen kleinen Boost. Wo auch immer Bones eigentlich ist. Ich glaube, Bones habe ich unterwegs verloren. Erstmal diese Fußfessel. Wo ist der zweite Scavenger? Bei uns! Nun gut. Denn vielleicht machen die uns besser. Da ist er. Also, dass sie uns vielleicht Rüstung oder sowas geben. Oh. Ah.
Ja, probieren wir es. Dem zertrümmer ich den Schädel. Es ist einfach ein Snapper. Geht völlig klar. Vielleicht skalieren die Gegner hier auch auf der ganzen Welt erst mit dem Level hoch. Ah, wartet mal. Kriegt meine Waffe was zu tun. Hier. Gleich wieder ein Proviant. Naja, auf Schrotflinte wollen wir ja auch nicht skillen. Erstmal. Im zweiten Playthrough vielleicht schon. Oder im dritten. Komische Gegend. Ich hoffe, du hast ein paar Buddeln rum dabei. Nur für den Fall. Willst du dich betrinken? Nein, aber das beste Mittel, um seine Wunden zu heilen, ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Achtung, jetzt komme ich! Gut Schaden. So. Geht doch. Die Frage ist die. Schade. So. Da komme ich wahrscheinlich als Äffchen durch. Fesseln. Ringefertigkeit steigern. Jawohl. So. Aha. Was machen denn die Fußfesseln? Sicher. Ruhmbonus plus 10. Ja, easy. Oh, das ist ja... Das ist ja... Okay. Nee, nicht setzen. Hier, Freund. Ein Hirn. Das Problem ist, dass ich noch generell zu low geskillt bin, um manche Sachen wirklich
aktiv zu machen. Ich möchte mal was probieren. Sterben. Nee. Das wollte ich nur einmal testen. Hier sind mehrere Fallen. Ja, aber das gefällt mir jetzt. So, jetzt benutzen wir einfach den Teleport. Jede Insel bekommt den Herrn, den sie verdient. Meist ein überbezahltes, fettes Schwein. Jol. Das ist ja sehr gut, dass wir den so früh bekommen, diesen Bonus. Ich glaube, hier sind wir wieder übermächtig, Leute. Sieht ganz schön tot aus. Ja, das schaut wirklich ganz schön tot aus. Ich habe Rodrigo gefunden. Er ist tot. Verdammter Mist, ich habe es geahnt. Dieses Scheißvieh hat ihn getötet. Der Seelenfresser ist Geschichte. Sehr gut. Hier, nimm das als Belohnung. Das ist der Sold, der eigentlich Rodrigo zugestanden hätte. Er braucht ihn wohl jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt zurück zu unserem Kommandanten. Wenn du willst, nehme ich dich mit. Bring mich zu eurem Kommandanten. Folge mir. Es ist nicht sehr weit bis zu unserem Außenposten. Na ja, da war ich schon. Bones, wir klären dann erst die Insel und dann machen wir die Kugelplage weg. Wir sind da. Das ist unser Außenposten. Da drinnen müsstest du auf Kommandant Carlos treffen. Er kann dir mehr erzählen, wenn du noch etwas wissen möchtest. Ich werde mich jetzt erstmal ausruhen und mich dann um die Beerdigung von Rodrigo kümmern. Danke nochmal für deine Hilfe. Was sind diese Seelenfresser? Unser Kommandant sagt, die Geschichten wären nur... naja, Geschichten. Aber ich sage dir... wenn dir eines dieser Biester zu nahe kommt, dann drehst du langsam durch. Man sagt, sie ernähren sich von deinem Verstand und deinen Ängsten. Was mich wundert ist, dass sie trotzdem noch Fleisch fressen müssen. Warum sonst würden sie uns jagen? Meine Vermutung ist, dass sie die Energie unserer Ängste für etwas anderes brauchen. Wenn ich nur wüsste, für was. Wieso hast du den Sold anderer bei dir? Ich bin für die Verteilung des Soldes zuständig. Jedem von uns wurde ein Bonus versprochen, wenn wir mit guten Nachrichten zurückkommen. Wenn allerdings jemand während seiner Aufgabe stirbt, steht es mir frei, mit dem Sold zu machen, was ich will. Das heißt, wenn jemand stirbt, gehört der Sold dir? Nein, ich bin von dieser Regelung ausgenommen. Entweder ich finde einen Nutzen für das Gold, oder ich muss es zurückgeben. Lass uns handeln. Klar, warum auch nicht? Bolzenkugeln, Schrot, Papageienflug, Grockfusel, Bombe, bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Oh. Bring mir bei, wie ich Felle abziehen kann. Okay. Bring mir bei, wie ich Zähne ziehen kann. Okay.
Zeig mir, wie ich Monstern die Krallen abnehmen kann. Okay. Wartet mal. Ich brauche Einfluss 20. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt spielen wir mal Cheesy. Krämer. Zeig mir, wie ich beim Handeln mehr rausschlagen kann. Homie ist fast Matar darin. Lass uns Tredo machen. Jipip. Jawohl, dann spare ich mir hier schon mal ein bisschen was. Das ist gut und ich glaube, ich bekomme auch mehr, oder? Okay, verkaufen könnte ich rein theoretisch auch bei den anderen, deswegen zurück zum Schiff. So. Komm mit. Sicher. So. Ich hab Bones vergessen. Ohne Bones wird das nix. Ein Hook. Please. Wo hat Venturo dich denn aufgelesen? Du bist keiner meiner Männer. Unter welcher Flagge segelst du? Ich unterstehe niemandem. Nun, wenn das so ist, mache ich von meinem Recht der Zwangsrekrutierung Gebrauch. Moment. So haben wir nicht gewettet. Normalerweise dulde ich keinen Widerspruch. Aber lass mich dir erklären, wie das hier läuft. Egal, für wen du sonst arbeitest, hier habe ich das Kommando. Diese Insel ist eine Kolonie der Inquisition und ich bin ihr Verwalter. Ein Ort wie dieser folgt niemals nur einem Herrscher. Das wird sich zeigen. Was ist euer Auftrag hier? Nach dem Fall von Caldera mussten wir unsere Kräfte neu aufstellen. Also beschloss der Hohe Rat, mehrere Expeditionen zu entsenden. Das Ziel lautet, neuen Lebensraum für die Menschheit zu erschließen. Doch dieses verfluchte Stück Erde bringt uns an die Grenzen. Wie seid ihr auf diese Insel gestoßen? Zufall. Sie war nicht in unseren Karten verzeichnet. Eines Tages spielte unser Kompass verrückt. Und eine Nebelbank tat sich auf. Zu unser aller Verwunderung stießen wir dann auf diese Insel. Aber sie liegt so versteckt, dass sie von großem Nutzen für unsere Sache ist. Macht diese Insel euch Schwierigkeiten? Ja, meine Männer sind verunsichert. Sie munkeln etwas von Seelenfressern. Dummes Rekrutengeschwätz, wenn du mich fragst. Doch um die Moral aufrechtzuerhalten, will ich, dass du dich dieser Sache annimmst. Solltest du wirklich auf diese Biester treffen, musst du sie zur Strecke bringen. Was erzählen sich deine Männer über die Seelenfresser? Na, was erzählen sie sich schon groß? Magische Wesen, erschaffen aus dunkler Magie. Sie sollen sich angeblich von den Seelen der Gefallenen ernähren. Alles Unfug. Doch ihr einfacher Verstand lässt sich leicht blenden. Die Magie, die heute noch existiert, ist ein Sammelsurium von einfachen Taschenspielertricks. Nichts weiter. Wegen deiner Seelenfresser. So. Hast du nicht Venturo diese Aufgabe anvertraut? Ja, aber du siehst ja, wie viel er erreicht hat.
Es braucht wohl etwas mehr als nur eine Muskete, um dieses Problem zu lösen. Wo soll ich nach ihnen suchen? Ich habe mehrere Suchtrupps in alle Himmelsrichtungen entsendet, um die Insel zu erkunden. Aber ich habe noch keinen Rapport von ihnen erhalten. Vielleicht sind sie auf diese Biester gestoßen. Sieh dich also am besten nach ihnen um. Meine Hilfe wird dich etwas kosten. Natürlich wird sie das. Und du sollst auch gerecht entlohnt werden. Um dieses Stück Land zu erobern, scheut die Inquisition weder Kosten noch Mühen. Kehre erfolgreich zurück und verlasse diese Insel als reicher Mann. Ich kümmere mich darum. Gut. Ich kann kein weiteres Gerede innerhalb der Truppe dulden. Der schlimmste Feind der Disziplin ist die Feigheit. Berichte mir, wenn du diese Biester zur Strecke gebracht hast. Bereit für einen Lagebericht? Gut, ich höre. Ein Seelenfresser hatte sich ganz in der Nähe eures Außenpostens aufgehalten. Verdammt! Hoffentlich gibt es nicht noch mehr von den Biestern. Ich denke, hier rennt mindestens noch einer herum. Nun gut. Komm wieder, wenn du der Gefahr Herr geworden bist. Okay. Carlos hat mir jetzt deinen Auftrag gegeben. Ich werde mich jetzt um die Seelenfresser kümmern. Wirklich? Das ist gut. Ich wäre dabei bestimmt draufgegangen. Du siehst aus, als würdest du das hinkriegen. Wenn ich nur wüsste, was es mit diesen Seelenfressern auf sich hat. Ich will nicht, dass Rodrigo umsonst gestorben ist. Wenn ich etwas rauskriege, sage ich dir Bescheid. Das wäre super. Und wenn du etwas von meinen Kameraden erfährst, sag mir auch Bescheid. Damit ich weiß, was ich mit ihrem Sold machen kann. Sehr gut. Wo finde ich deine Kameraden? So genau weiß ich das nicht. Ich kann dir nur sagen, in welche Richtung sie aufgebrochen sind. Eine Gruppe ist nach Nordosten aufgebrochen. Eine nach Norden und die letzte Gruppe nach Südwesten. Also muss ich die ganze Insel absuchen? Sieht wohl so aus. Verstehe. Lass uns handeln. Klar. So, jetzt verkaufen wir nochmal. Hier nichts. Plunder. Schreibfeder. Wir haben mal einen. Okay. So. So. Jetzt behalten wir uns mal. Akzeptieren. Bring. Trophäen ziehen. Magische Tiertrophäen nehmen und Hörner. Machen wir doch das. Zeig mir. Okay. Oh. Bei verdoppelt deine kritische Trefferchance gegen große Gegner. Das ist, glaube ich, nur bei Schusswaffen. Wir haben aber dann auch Skillen. So. Dann okay, können wir machen. Hilft uns das irgendwie? Irgendeiner Weise. Naja, die Insel ist hier jetzt nicht besonders groß. Reiß ihm den Kopf ab! Wirklich gerade um. Hau ihm auf die Fresse! Du hast es einfach nicht drauf. Wow.
Du hast die Enten hierher gelockt. Red keine Scheiße. Nichts habe ich gemacht. Du warst doch der Meinung, dass es nötig ist, hier ein Feuer anzuzünden. Aber doch nur, weil... Okay, die streiten sich um Enten. Ja, anscheinend... Ich habe wirklich gedacht, auf dieser Insel gäbe es viele Reichtümer zu holen. Stattdessen ist das Einzige, was man hier findet, der Tod. Du hast recht. Diese Insel ist nicht ganz ungefährlich. Ich weiß, dass ich recht habe. Überall diese bösartigen Monster. Oh, ich bin echt kurz davor, die Fliege zu machen. Das wird mir hier langsam zu gefährlich. Was ist denn mit den Enten hier los? Enten? Das sind keine Enten. Das sind die Diener des Todes, mein Freund. Was? Kennst du das, wenn du nachts aufwachst, weil du denkst, jemand beobachtet dich? Tja, ich bin letzte Nacht aufgewacht und dann standen sie plötzlich hier. Stehen um mich herum und starren mich aus ihren kalten, leblosen Augen an. Als würden sie mir jeden Augenblick den Verstand rauben wollen. Kann es sein, dass du ein bisschen überreagierst? Laber keine Scheiße. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube, die Enten werden von einer größeren Macht kontrolliert. Eine Macht, die sie umherschwirren lässt, um die Menschen zu testen und zu sehen, wer schon reif ist, um gepflückt zu werden. Wir sind nichts weiter als eine Nahrungsquelle für sie. Sie ernähren sich von unseren Gedanken. Vermutlich gibt es irgendwo eine Gehirnente, die alle anderen steuert. Wenn wir diese Ente finden und töten würden, ich bin überzeugt, dass dieser Spuk dann aufhört. Okay. Ich werde deine böse Ente für dich töten, wenn es dir dann besser geht. Das würdest du tun? Ich habe wirklich eine Riesenangst vor diesem Mistvieh. Aber egal, was Fletcher sagt, ich will nicht, dass du die anderen Enten tötest. Es sind eigentlich friedliche Tiere, die nur kontrolliert werden. Also pass ein bisschen auf beim Kämpfen. Wo kann ich diese böse Ente denn finden? Lass mich raten. In deinem Kopf? Was? Quatsch nicht! Diese Ente gibt's wirklich! Daran habe ich auch nicht gezweifelt. Wenn du von hier aus Richtung Nordwesten gehst, da solltest du recht schnell auf sie treffen. Du wirst sie erkennen. Sie sieht irgendwie verdächtig aus. Okay, das gehen wir jetzt noch nach. Ja. Ja, ich geb's ja zu. War eine Scheißidee. Wir erkennen die Ente. Komisch. Irgendwie kommt mir gerade das Wort Bürzel in den Kopf geschossen. Wenn man das oft hintereinander sagt, dann hört sich das komisch an. Was du nicht sagst. Das ist Truthahn. Also mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich werde die Enten trotzdem noch töten, aber erst nachdem ich ihm gesagt habe, hey, die verdächtige Ente ist hin. Ja, uns bleibt wohl kaum. Deine Ente war ein Seelenfresser. Oh yeah. Ha, ich hab doch gewusst, dass etwas nicht stimmt mit dieser Ente. Ist er tot? Er wird dir keine Probleme mehr bereiten. Ach, das ist sehr gut. Hier hast du etwas Gold. Gold kann jeder gebrauchen. Was ist mit den friedlichen Enten? Hast du sie verschont? Ich habe sie verschont und werde sie auch am Leben lassen. Ach, das ist sehr gut. Hier, nimm das als Dank der Enten. Die kleinen Biester müssen nicht sterben. Ich bin der Meinung, dass wir alle... Ich werde sie ja auch alle töten. Das ist eine Nahrungsquelle. Ah.
Okay. Damit hätten wir die Mörderente auch besiegt. Und dann gucken wir noch mal im Lagerfeuer ein paar Enten. Aber lass uns erstmal ab. Na, wollen wir. Und dann beenden wir hier die Folge. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschaußen.